bin Stadtrat hier in Fürstenfeldbruck, bin Kreistag ebenso, bin der Referent für Hochwasserschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz und da hatten Sie ja eingangs auch gesagt oder die Frage gestellt, merken wir den Klimawandel bereits hier vor Ort? Gibt es da etwas, was festzustellen ist? Ja, und bei den Stadtwerken bin ich auch als Aufsichtsrat mit ein bisschen dabei. Und es ist in der Tat so, dass man natürlich die Wetterlagen, die Wetterveränderungen auch hier regional merkt. Wir erinnern uns an das Hochwasser 99, Starkregenereignis 2000 und dergleichen, was wir hier vor Ort haben. Ich bin auch als Luftbeobachter im Waldbrandzeiten über Oberbayern unterwegs und auch da erkennt man in der Tat in der Vergangenheit eine Zunahme der Überwachungsflüge, weil die Waldbrandgefahr tatsächlich in der Region einfach zunimmt. Darauf müssen sich die Feuerwehren einstellen. Die Feuerwehr wurde ja heute schon des Öfteren bemüht und müssen dann auch da reagieren. Aber das sind ja alles nur abwehrende Maßnahmen und keine vorbeugenden Maßnahmen, die zur Eindämmung führen oder die dazu führen, dass wir an der Schraube des Klimawandels ein Stück weit drehen können. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass nicht immer gut gewollt auch gut gemacht ist. Also vorhin angesprochen, die Biogasanlagen mit einem exzessiven Maisanbau ist nicht optimal. Okay. Ich will nicht generell Biogasanlagen verteufeln, sondern so wie es jetzt gelaufen ist, ist es suboptimal. Ja. Denn dann haben wir die Einträge in den Gewässern und so weiter und so fort. Und ich kenne Bauern, die machen das 4 Jahre hintereinander, hauen die den Mais da drauf. Das ist natürlich, ja, kaum mit anzuschauen. Und deswegen... da weiß eben, wissen wir in der Tat, muss ich Ihnen recht geben, nicht genau, was ist jetzt tatsächlich zielführend, weil wir uns vielleicht die Zeit oder die Kompetenz nicht nehmen, nachhaltig zu denken. Und jetzt sind wir bei dem von Ihnen angeführten Zitat von Franziskus, wo er zwei Prinzipien der christlichen oder der katholischen Soziallehre, einmal das Gemeinwohl und eben die Retinität, anspricht. Dass wir uns einfach bemühen müssen, vernetzt zu denken und daraus dann die Schlüsse zu ziehen. Das klingt jetzt wieder sehr gescheit, aber ich denke, das ist auch der Punkt, wo die Jugendlichen, ob sie jetzt zu Hause mal als Energiedetektive durch die Gegend gehen oder in der Familie, im Bekanntenkreis, wir als Erwachsene uns äußern und positionieren, dass man dieses vernetzte Denken intensiver vorantreiben. Deswegen, es ist in Ordnung, dass junge Leute auf die Straße gehen und dass sie sagen, tut was, dass sie sagen, so kann es nicht weitergehen, das ist alles in Ordnung. Das ist ja ihre Zukunft. Das ist ihre Zukunft, das passt schon. Bloß, es sollte nicht in Konkurrenz zur Bildung stehen, weil die ist ja immanent wichtig in verschiedenen Fächern. Ist der Klimawandel seit Jahren Thema? Wo sind die Vernetzungen zu den eigenen Handlungsfeldern? Dass man das aufzeigt und dass ich nicht sage, ja, ich demonstriere und dann anschließend lasse ich mich vom SUV abholen, also von der Mutter im schweren Fahrzeug abholen. Das denke ich, ich will da nichts unterstellen, aber ich denke, diese Vernetzung, die müssen wir protegieren und unterstützen. Und bei den Stadtwerken vielleicht, das ist dann etwas, was wir auf kommunaler Ebene machen, also von der Lebenswelt der Bürger und der Schüler hinein in die nächste Etappe auf kommunaler Ebene. Da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein gesundes Stadtwerk haben und dass wir mit diesen Stadtwerken auch eine gewisse Politik vorantreiben können. Und schon auf kommunaler Ebene funktioniert scheinbar die Vernetzung nicht richtig, weil die Stadtwerke, die in Steinwurfweite von dieser Fachkraft sitzen, zum Beispiel nichts über die Existenz eines PV-Dachkatasters wussten, das schon vor 7 Jahren in Auftrag gegeben wurde, wo eben Fürstenfeldbruck von oben begutachtet wurde. Architekten haben gesagt, Schattenwurf, höhere Gebäude, niedrige Gebäude, aber hier, bum, 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 haben wir super Lage für PV, das könnt ihr machen. Wussten die Energieerzeuger nichts davon. Vor dem Hintergrund, denke ich, müssen wir auch da nachdenken, wie können wir es den Bürgern denn einfach machen, dass die auch dorthin gehen. Wenn die jetzt sagt, ich gehe in die Stadt zu der einen Stelle oder gehe ich dann anschließend zu den Stadtwerken, um mich beraten zu lassen zur anderen Stelle,
auch hier müssen wir, denke ich, kreativ sein und sagen, es so einfach zu machen wie möglich, die Hemmschwellen so niedrig wie möglich zu setzen, damit der interessierte Bürger Informationen aus einer Hand bekommt, nicht zu drei Stellen laufen muss, sondern zum Beispiel in Zukunft Energieberatung, PV und dergleichen findet bei den Stadtwerken in Fürstenfeldbruck statt. Wir sind in der Lage und in der Situation in Fürstenfeldbruck, im Speckgürtel von München, dass Gewerbetreibende, die hierher kommen, durchaus ein Interesse haben. Und wir können durchaus, in der Stadt Fürstenfeldbruck gibt es immer eine Matrix, wenn jemand kommt, dann wird beurteilt, was bringt dessen Betrieb der Gemeinde. Was bringt er an Gewerbesteuer, was bringt er an Arbeitsplätzen, an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, wie viel Fläche versiegelt er, geht es wieder ein bisschen runter. Und in diese Matrix gehört unseres Erachtens mit hinein, was macht er mit seinem Gebäude, um eben das Klima zu schonen, vielleicht um ein Energie-Plus-Haus in einem Gewerbegebiet zu errichten, um Wohnen obendrauf zu setzen. Das, denke ich, können wir durchaus in einer Matrix mit einspielen, sodass wir auch hier ein Handwerkszeug haben, ein Werkzeug haben, das die Stadt ansetzen kann in ihrem Zuständigkeitsbereich.